Dieses, so, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Es ist jetzt wieder fest. Noch eine Ecke. So, ihr Süßen, das ist so ziemlich meine morgendliche Routine. Dazu gehört natürlich, dass ich morgens natürlich auch dusche, mich schminke, ist ja auch ganz klar. Aber das habt ihr ja, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen bei mir. Also das Schminken, das Duschen nicht. Ich habe jetzt heute noch keinen Sport gemacht, werde ich nachher machen, weil ich muss jetzt mal dringend drehen und schneiden und meinen Kaffee trinken und frühstücken. Und ich bin auch ein bisschen müde, ich habe nicht so gut geschlafen die letzte Nacht. Ja, jetzt habe ich hier so mein Nähkit. Ich muss hier noch einen Pullover. Ich muss da noch irgendwas flicken. Und zwar muss ich das hier dran nähen. Mein Mann hat diesen Pullover in Abu Dhabi gekauft damals. Da muss ich jetzt mal dieses Ding hier wieder dran nähen. Das habe ich ihm schon so lange versprochen. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber ich habe da jetzt dran gedacht und deswegen mache ich das jetzt auch, weil sonst denke ich nicht an sowas. Ich denke nicht daran, Dinge zu nähen, ist ja klar. Aber wo habe ich denn eine Nadel? Guck mal, hier ist eine Nadel mit senfgelbem Faden. Was habe ich denn da gemacht? Ah, ich glaube, ich weiß, was das war. Ich habe nämlich so eine krass gelbe Lederjacke. Ich
Ich glaube, da habe ich irgendwas gemacht, oder? Oder meine Mama hat da irgendwas genäht. Irgendwas war auf jeden Fall mit Gelb. Ich habe übrigens auch eine Nähmaschine. Die habe ich mir schon vor Jahren geholt, aber nie, noch nicht mal aufgemacht. Die ist immer noch original verpackt. Müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist ein Gegenstand, welchen ich mir gekauft habe und nicht benutzt habe. Es gibt ja so Leute, die kaufen sich Klamotten und ziehen die nie an und Schuhe und ziehen die nie an. Das mache ich nie. Also ich bin da sehr bedacht und kaufe und benutze Sachen, die ich wirklich nur, die ich selber wirklich brauche. Und ich habe mir immer vorgenommen zu nähen, weil ich das auch so schön finde. Als Kind habe ich das gerne mal gemacht. Da habe ich mir früher selber Hüte genäht und sowas. Richtig coole Hüte auch, so Baskenmützen und so, auch mit so einem Schirm vorne und richtig cool. Aber irgendwie, ich komme da nicht zu. Ich komme da echt nicht zu. Ihr Mamas da draußen kennt das bestimmt. Obwohl eine Freundin von mir, die Isabel, die hatte ich euch mal in einem Video gezeigt. Die macht nämlich selber, die näht selber Sachen. Die näht sogar Einsätze für den Buggy, für den Kinderwagen. So diese, diese Fußsäcke. Das macht sie auch mit Futter für Winter und so. Dann hat die für den Noah voll so ein geiles Giganinchen-Weste gemacht. Der ist voll der Star im Kindergarten, wenn er damit auftritt. Echt Auftritt, sage ich schon, ne? Aber ist echt so. Die macht voll die geilen Sachen für die Kids und die kriegt das irgendwie zeitlich hin. Aber gut, ihre Kinder gehen ja auch früh schlafen. Nicht so wie mein wild gewordenes Etwas. Wann geht eigentlich eure Kids schlafen? Das interessiert mich mal. Wie spät bringt ihr die ins Bett? Wir haben auf jeden Fall auch eine Abendroutine. Irgendwann, wenn der Noah müde wird, so ab 8 Uhr, fangen wir dann an, dem Kleinen die Windel zu wechseln, Pyjama anzuziehen, Zähne putzen, Gesicht waschen, eincremen, Hände waschen, Haare nochmal kämmen. Süß, ne? Und dann setzen wir uns auf die Couch und dann lesen wir im Noah-Buch. Wir haben gerade dieses süße Buch, hat meine Schwiegermama dem Noah geschenkt. Noah und ein Boot voller Tiere. Ich muss euch das Buch mal zeigen, das ist ganz süß. Ja, und das abends wird dann gelesen und dann sagt er dann von selber so, Mama, heia. Und dann ist meistens so 9 Uhr, kurz nach 9. Und dann ist das Ritual, dass mein Mann ihn dann trägt und dann in sein Bettchen bringt. Ja, und dann beginnt dann unser Feierabend. So, fertig. Ich bin ganz stolz auf mich. Es ist erledigt. Es gibt so Sachen, an die denkt man irgendwie gar nicht die ganze Zeit. Und dann fallen sie einem wieder in die Finger und dann denkt man, oh nein, das muss ich auch noch machen. Total nervig. Mein blödes Haargummi rutscht gerade immer. So. Das ist nämlich ein Pullover, ein Merino-Pullover, ne, Merino-Kaschmir, richtig hochwertig und ganz fein verarbeitet, der ist so kuschelig weich, der ist so toll. Den habe ich irgendwie ein bisschen falsch gewaschen und der ist nämlich von Versace, aber er hat mir den auch vermacht, weil der ist ihm irgendwie eingelaufen, also mir in der Wäsche. Ja, da habe ich einen Fehler gemacht, ein bisschen zu heiß gewaschen. Ich hatte nicht gesehen, dass dieser Pullover in der Wäsche war. Ich habe irgendwie ganz schnell gemacht. Und ja, und jetzt habe ich halt einen neuen Pullover. Ist das jetzt mein Pullover? Den ziehe ich ganz oft an. Ich liebe diesen Pullover. Mein Näh-Equipment wieder einräumen, ne? Wo ist denn jetzt die Nadel hin? Ach, da. Ein kalter Nespresso-Kaffee. Lecker. Ich zeig euch doch mal eben das Noah-Buch. Moment. Das eine hier von Papp. Das findet ihr cool, diese Gute-Nacht-Geschichten. Meine ersten Gute-Nacht-Geschichten. Das ist auch super süß. Noah und ein Boot voller Tiere. Das ist wirklich toll. Das ist so süß gemacht. Da sieht man dann, wie dann der Herr Noah dann dort die ersten Skizzen anfertigt und die Karten. Und dann reden wir da ganz viel drüber. Ne? Und dann erzähle ich ihm, was er alles da so macht. Dann erzählt der Noah mit mir, was er so alles macht, der Noah. Und der Noah findet das so abgefahren, dass der auch Noah heißt. Ganz süß. Ja. Ja, und da sieht man jetzt auch im Boot, wie Herr Noah und Frau Noah die Tiere füttern, wie sie alle gerettet haben vor der Sintflut. Ist ein so schönes Buch. Ist so ein liebevolles Buch. Und die Zeichnungen sind so süß. Und ja, ich werde euch das verlinken, wenn ich das finde. Ich werde es euch verlinken auf jeden Fall. Ja, und das andere Buch hier natürlich auch. Ne? Das ist auch
Das ist auch richtig toll. Das ist auch so ein Klassiker. Also hier zum Beispiel so eine Abendroutine mit Zähneputzen, ins Bett gehen, Pyjama und so weiter. Ja, also sind so richtig schöne Sachen da drin, viele Geschichten. Mag ich total. Und ich wollte euch das aber auch mal gerne zeigen, wie es gerade aussieht, weil das ist eher so ein messy Room und ich werde jetzt nächste Woche kriege ich meine Couch und dann werde ich mein Arbeitszimmer richtig schön herrichten, weil dort möchte ich dann auch in Zukunft drehen. Ich möchte mir unten dann halt mein Set einrichten und mich dann dort auf die Couch setzen und dann mit euch quasseln. Ja, obwohl hier oben im Wohnzimmer mit der schönen Gardine finde ich auch mal so schön im Hintergrund. Die Erklärvideos werden weiterhin stattfinden, vor dem großen Fernseher natürlich. Ja, ich werde euch mal mitnehmen und euch mal diesen Raum zeigen. Der ist unmöglich, der sieht unmöglich aus. Der sieht noch genauso aus wie am Wochenende des Einzugs, echt. Ich habe eingeräumt irgendwie schnell und so sieht er immer noch aus. Das ist der einzige Raum, der noch nicht fertig ist. Wir waren mit allem sofort am ersten Wochenende fertig. Weil wir auch total zackig waren. Wir hatten aber auch ein Umzugsunternehmen, die uns alles reingebracht haben und aufgebaut haben. Und das war wirklich an einem Tag abgebaut, aufgebaut, fertig. Und an demselben Wochenende habe ich dann auch alle Schränke eingeräumt und so. Aber mein Arbeitszimmer sieht noch genauso aus wie am Wochenende des Einzugs. Katastrophe. Und ist auch nicht schön, dann darin zu arbeiten, in so einem kleinen Chaos. Aber ich zeige euch das jetzt mal. Der wird jetzt erstmal schön gemacht. Da oben das Fenster stört mich ein bisschen, weil das bringt mir jetzt hier an Tageslicht gar nicht viel. Ja, und jetzt kommt hier praktisch da in dem Bereich, wo jetzt die Kiste ist und der Hocker, kommt da so eine Couch hin und die wird hoffentlich diese Woche geliefert. Dann gibt es bald ein Makeover. Ich hoffe das zumindest. Ich habe so eine Vorstellung davon, wie ich den Raum gerne hätte und ja, ich hoffe, dass ich das auch umgesetzt bekomme. Ja. Ja. Und hier ist es immer sehr kalt unten. Ich habe jetzt hier meine Strickjacke an, habe auch meine Axt an und deswegen steht auch die Axt hier auch im Sommer, weil es ist hier immer fürchterlich kalt. Ich drehe die Heizung immer auf 5 auf und ja, ich bin ja praktisch wie im Souterrain bei uns in der unteren Ebene. Ne? Ja, aber hier arbeite ich, hier habe ich einen großen Raum. Nebenan ist hier das unser Home Gym, unser Fitnessstudio und ja, läuft. Okay, Süßen. Ich werde jetzt mal anfangen zu schneiden und dann habt ihr auch einen neuen Bilder von mir.